Ich begrüße Sie auch recht herzlich hier zum Webinar Trends im unternehmenweiten Lernen als das erste Webinar in unserer Webinarreihe. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Kochler und ich bin seit dem Jahr 2000 bei der TTS und seitdem auch im Bereich unternehmensbezogenes Lernen unterwegs. Erst als Trainer und Projektleiter, da vorwiegend in SAP-Projekten. Aber in den letzten Jahren zunehmend auch in Projekten, wo es um die allgemeine Qualifizierungsberatung geht von Unternehmen. Schwerpunkt dabei ist die Vereinheitlichung von IT-Trainings über Projekte oder auch Unternehmensteile hinweg unter der Berücksichtigung von der Transformation der Qualifizierungsmaßnahmen vom, sagen wir mal, klassischen Ansatz stärker zum Ansatzen zum Workplace Learning. Und damit bin ich dann auch schon bei meinem ersten Trend, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Workplace Learning oder Learning in the Moment of Need. Der zweite Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist der Punkt Kompetenzentwicklung, der zurzeit gerade in Medien und auch in Blogs stark diskutiert wird. Und den dritten Punkt, den ich heute ansprechen möchte, habe ich unter Grenzen unseres Lernens zusammengefasst. Da geht es darum, wie entwickelt sich die IT-Systeme im Bereich Learning beziehungsweise im Bereich auch Talent Management, Human Capital Development. Das wären die drei Punkte, auf die ich jetzt heute eingehen möchte. Beginnen möchte ich mit dem Thema Workplace Learning. Was versteht man unter Workplace Learning? Workplace Learning wird das selbstorganisierte, situationsbezogene wie informelle Lernen am Arbeitsplatz verstanden. Wenn man jetzt mal die Fachliteratur dazu anguckt, dann geht die modernere Fachliteratur davon aus, dass 60-80% des unternehmensbezogenen Lernens am Arbeitsplatz stattfinden. Am häufigsten zitiert werden dabei Kirkpatrick und Kirkpatrick, die sagen, okay, 70% ist Workplace Learning, 20%, was wir im Unternehmenskontext lernen, ist Social Learning. Das heißt, wir lernen von und miteinander und nur 10% werden tatsächlich durch formales Lernen, was man jetzt als klassisches Präsenztraining, Klassenraumtraining bezeichnet, abgedeckt. Was hat das jetzt für Konsequenzen, wenn man diese Zahlen sich jetzt mal vergegenwärtigt, auf die betriebliche Weiterbildung, explizit auch im IT-Umfeld? Da kann man sagen, wurden bisher, sage ich mal, die meisten IT-Anwendungen im Vorfeld von Neueinführungen oder auch von Harmonisierungsprojekten per Klassenraumtraining geschult und im Training vorwiegend die Bedienung der Software eingeübt, wird dies in Zukunft, glaube ich, nicht mehr so der Fall sein. In diesem Präsenztraining wird vielmehr nur die grundlegenden Regeln und Prozesse vermittelt. Das Einüben der genauen Bedienung und auch das Einüben von vielleicht Sonderfällen wird selbstgesteuert am Arbeitsplatz erfolgen, in dem konkreten Arbeitsumfeld. In diesen Trainings muss dann halt, in den Präsenztrainings wird dann halt eingeübt, wie helfe ich mir selber, das heißt die Kompetenz für selbstgesteuertes Lernen wird dort vermittelt oder wenn schon vorhanden, dann verstärkt. Und das heißt natürlich dann auch, in einem weiteren Schritt, dass diese Trainings anders aufgebaut sein müssen und sich auch die Trainer umstellen müssen. Es reicht also nicht mehr nur als Trainer eine IT-Anwendung zu beherrschen, sondern man muss großes Prozessanwendungswissen haben und auch Motivationstrainer sein, damit man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer motivieren kann, dann hinterher selber zu lernen. Ein weiterer Punkt im Workplace Learning, der dazu führt, dass die klassischen Präsenztrainings zurückgehen werden, ist der Punkt, dass es mittlerweile sehr leistungsstarke Software gibt, um virtuelle Trainings durchzuführen und dass das auch mehr und mehr Firmen machen. Und auch im Rahmen dieser virtuellen Trainings kommt es natürlich, während man das Virtual Classroom Training durchführt, zum Lernen am Arbeitsplatz. Man muss ja nicht unbedingt irgendwo anders hingehen. Man sollte sich eine ruhige Ecke suchen, ja, aber man muss jetzt nicht irgendwo extra in den Schulungsraum gehen oder irgendwo lange noch irgendwo hinreisen. Das heißt, da ist es auch am Arbeitsplatz. Und sofern das auch, sage ich mal, gute virtuelle Trainings sind, beinhalten sie neben dem synchronen Lernen, das heißt im virtuellen Klassenraum mit den anderen Teilnehmern und den Trainern zusammen, auch einen asynchronen Teil,
wo dann der Teilnehmer, die Teilnehmerin wieder selbst lernt und guckt, etwas ausprobiert und das dann später wieder in das virtuelle Training einbringt. Mehr zu virtuellen Trainings oder Klassenraumtrainings können Sie heute Nachmittag von meinen Kolleginnen Frau Richter und Frau Detert erfahren. Neben, sage ich jetzt mal, Klassenraumtrainings werden auch stärker als bisher noch Selbstlernprogramme in der Qualifikation Einzug halten. Das heißt, über Web-based Training wird immer mehr gelernt werden. Das erfolgt dann auch am Arbeitsplatz. Und über diese Web-based Trainings werden zum einen prinzipielle Grundlagen vermittelt oder aber auch nur kurze vertiefende Lernsequenzen, sogenannte Knowledge Nuggets, die dann für ein Thema bestimmte Sachen bereitstellen. Dieses Training kann man auch formalisieren, indem es über ein Learn-Management-System zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, über das Learn-Management-System, abgekürzt LMS, kann der Trainingsadministrator dann auch überprüfen, obwohl es selbst gesteuert ist, ob die Teilnehmerin, der Teilnehmer das Training durchgeführt hat, mit welchem Erfolg er es durchgeführt hat. Das kann durchaus wichtig sein, wenn Sie sich in einem zertifizierten Umfeld befinden, dass Sie das nachweisen müssen, gegebenenfalls gegenüber dem Betriebsrat oder eben gegenüber der Zertifizierungsbehörde. Im Rahmen des Work-Based Learnings werden aber auch die Anwenderinnen und Anwender verstärkt durch Supportsysteme unterstützt. Und diese Supportsysteme sind dann gegebenenfalls direkt in der Anwendung verfügbar und fungieren wie ein Navigationssystem. Das heißt, ich werde durch die Anwendung geführt. Man sagt mir, wo ich hier angedeutet durch die Pfeile, wo ich hinfahren muss, beziehungsweise wo ich hinklicken muss, wo ich dementsprechend auch etwas eingeben muss. Das Zweite, was diese Supportsysteme auch leisten, ist, dass sie mir kontextsensitiv zu bestimmten Sachen Informationen bereitstellen. Durch diese Bereitstellung verringert sich dramatisch die Suchzeit für Informationen, weil die einzelnen Informationen im Kontext direkt angezeigt werden und ich keine Zeit damit verliere, irgendwo in der Dokumentation nachzugucken oder jemanden zu fragen, sondern direkt in dem Moment, wo ich es brauche, klicke ich da drauf auf einen Hotspot, wie hier jetzt zum Beispiel, da ist ein Hotel, da kann ich schlafen, da kann ich auch parken. Mir wird kontextsensitiv geholfen, ich verliere keine Zeit durch zusätzliches Suchen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich dieser Trend vom formalen zum informellen Lernen, denke ich, in den nächsten 5-6 Jahren durchsetzen wird, auch aufgrund dessen, dass die Supportsysteme, die ich eben gezeigt habe, immer stärkeren Einzug in das tägliche Arbeiten haben werden. Das heißt, da wird es immer stärkere Unterstützung geben. Das heißt jetzt aber nicht, nur weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selbst organisiert lernt, dass sich die Unternehmen weniger um dieses Thema Mitarbeiterqualifizierung kümmern müssen. Das ist eher das Gegenteil. Die Unternehmen müssen, Sie auch als Unternehmen, als Weiterbildungsabteilung, müssen sich auf diese gestiegenen Anforderungen, die auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben werden, einstellen und dementsprechend für Workplace Learning die richtigen Methoden und Mittel zur Verfügung stellen. Aber es geht halt nicht nur um Technik, sondern es geht auch um einen gewissen Kulturwandel. Und dieser Kulturwandel heißt eben auch, dass nur weil es kein formales Lernen ist, der Mitarbeiter informell lernt, heißt das ja nicht, dass er dafür keine Zeit braucht. Das heißt, in diesem Zusammenhang wird es extrem wichtig, auch für Weiterbildungsabteilungen, für Führungskräfte, ihren Mitarbeitern Lernfreiräume zu schaffen, die dann dieses selbstorganisierte Lernen aktiv unterstützen. Ich würde hierzu jetzt gerne eine kleine Umfrage machen und dann nochmal an den Herrn Notheis zurückgeben, der diese Umfrage vorbereitet hat. Genau. Sie sollten normalerweise jetzt gleich auf Ihrem Bildschirm die Umfrage sehen, die lautet, wie weit ist Ihr Unternehmen schon im Bereich Workplace Learning? Es gibt 4 Auswahlmöglichkeiten, mit der Bitte entsprechend nach Ihren Erfahrungen die auszuwählen. Die erste ist, wir haben in einigen Bereichen eine Software im Einsatz. Wir haben ein laufendes Projekt zum Thema. Wir planen ein Pilotprojekt zu diesem Thema. Beziehungsweise Workplace Learning ist bei uns noch kein Thema.
Also die Frage lautet, wie weit ist Ihr Unternehmen schon im Bereich Workplace Learning? Mit der Bitte um Ihre kurze Antwort. Vielen Dank. So, ich warte noch. Ich sehe jetzt, es wird jetzt, oder einige Leute oder viele beantworten schon jetzt die Frage. Wir warten noch 5 Sekunden. Jeder, der jetzt noch nicht entsprechend geklickt hat, bitte nochmal entsprechend die Frage auswählen. Okay, vielen Dank allen Teilnehmern für die rege Antworten. Ich würde jetzt auch gleich die Antworten präsentieren. Und vielleicht etwas auch überraschend. Die Frage war, wie weit ist Ihr Unternehmen schon im Bereich Workplace Learning? Die Mehrheit, 36%, haben schon in einigen Bereichen eine Software, eine entsprechende Software, man sagt auch eine EPSS, im Einsatz. Mit jeweils 21% sind die restlichen Antworten auf einer Höhe. Das heißt, wir haben ein laufendes Projekt, wir planen ein Pilotprojekt, beziehungsweise Workplace Learning ist bei uns kein Thema, haben jeweils 21%. Also wie gesagt, 36% haben schon etwas im Einsatz und jeweils 21% haben ein laufendes Projekt, planen ein Pilotprojekt, beziehungsweise ist kein Thema. Gut, dann danke für diese Antworten. Da sieht man ja auch so ein bisschen, dass dieser Trend, den ich jetzt halt beschrieben habe, tatsächlich auch schon bei den Unternehmen angekommen ist und dass es auch eben noch nicht Standard ist, sieht man eben daran, dass gerade mal 30% damit begonnen haben, aber 40 bzw. 60% jetzt noch gucken, dass sie dieses Thema vielleicht dann die 20, die jetzt noch kein, das noch nicht als Thema gesehen haben, vielleicht nach diesem Seminar oder in 1-2 Jahren dann auch sehen, dass dieser Trend da ist und dementsprechend zu verfolgen ist. Ich möchte jetzt auf den zweiten Trend eingehen und das ist die Kompetenzentwicklung. Und um Kompetenz zu entwickeln, muss man ja erstmal fragen, was ist denn Kompetenz überhaupt? Und Kompetenz ist, wenn man jetzt Erpenbeck folgt, der dieses Thema auch in den Blogs und in den Medien ziemlich weit treibt, ist die Fähigkeit zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in offenen Problem- und Entscheidungssituationen in oft komplex oder chaotischen Systemen. Das heißt, hier geht es nicht mehr darum, nur Wissen anzuwenden oder zu replizieren, sondern wirklich anzuwenden. Das heißt, Wissen zu verarbeiten und da ist dann eben auch hier die Überschrift entscheidend. Kompetenz ist mehr als nur Qualifikation, weil Kompetenz umfasst auch Werte. Das heißt, ich muss bestimmte Situationen bewerten, gemäß meinen eigenen Werten handeln und dann Lösungsszenarien dort entwickeln. Und auch diese Werte, Unternehmenswerte, die man dann hat, sind extrem wichtig, weil diese Werte müssen mit vermittelt werden, da diese Werte die Leitplanken für den Lösungskorridor darstellen. Das heißt, innerhalb der Werte des Unternehmens kann ich halt auch nur Lösungen finden. Und die Werte sind auch aus einem anderen Grund wichtig, weil wenn ich Kompetenzen entwickeln will, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter Kompetenzen entwickeln, dann brauche ich auch einen extremen Wert im Unternehmen und das ist, der Wert heißt Fehlertoleranz. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, weil ohne eine gewisse Fehlertoleranz ist die Entwicklung von Kompetenzen nicht möglich. Die Mitarbeiter müssen Zeit haben, sich dann dementsprechend dann auch auszuprobieren und das hat zwangsläufig, denke ich, auch was mit Fehlern zu tun. Wie sieht jetzt dann, wenn das Ziel Kompetenzentwicklung ist, wie sieht dann vielleicht die Trainings in der nächsten Zeit aus? Was muss da passieren? Kompetenz kann nicht vermittelt werden, sagte ich schon, sondern kann nach unserem Verständnis nur durch aktives Handeln entstehen und erworben werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssen in der Ausbildung stärker mit Problemstellungen konfrontiert werden und diese dann im Team oder aber eben auch alleine erstmal lösen. Das heißt, sie müssen gucken, wie kriege ich in Anführungszeichen dieses Problem gelöst und damit sind realistische Planspiele eine ganz, ganz starke Maßnahme im Rahmen der Trainings, da hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter realen Bedingungen Lösungsverhalten einüben können und somit dann auch Kompetenz entwickeln können. Die Ausbildung
um Kompetenzentwicklung zu fördern, muss die Ausbildung auch stärker als bisher die Gefühlsebene der Kollegen und Kolleginnen ansprechen. Das heißt, Training muss zum Lernerlebnis werden, gemäß dem Motto erlebt, begeistert, erinnert, vielleicht sogar noch besser, verinhaltlicht. Das heißt, das, was ich dort im Training ausprobiert habe, geht mir in Fleisch und Blut über. Und dabei ist es eben auch wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen emotional angesprochen wird. In der Literatur findet man dazu für mich eine ganz nette Beschreibung, das heißt emotionale Labilisierung. Das heißt, die Mitarbeiter müssen wirklich ein bisschen Ungewissheit erfahren, um dann dementsprechend dann auch zu reagieren. Ich mache das mal an einem kleinen Beispiel deutlich, wie wir das bei uns im Unternehmen machen. Bei uns im Unternehmen haben wir sehr, sehr häufig Workshops durchzuführen mit unseren Kunden zum Lernen in der Zukunft, Lernen 2018, Lernen 2020. Dieser Workshop, der ist sehr, sehr gut strukturiert. Da haben wir die Methoden genau beschrieben. Wir wissen genau, wie wir vorgehen. Es gibt ein Drehbuch. Und wenn man sich das dann alles durchliest mit den Wenns und Abers, wie man zu reagieren hat oder wie man reagieren könnte, könnte man jetzt meinen, okay, diesen Workshop kann ich halt durchführen, indem ich einfach nur dieses Drehbuch lese und mir die ganzen Methoden dann angucke, mal ein bisschen vielleicht zwei, drei Flipcharts vorbereite, aber dann müsste das schon funktionieren. Aber so funktioniert es halt nicht. Das, die Erfahrung ist halt ganz klar, die Kollegen können es erst dann, wenn sie in diesem Workshop tatsächlich auch mal einen eigenen Part übernommen haben, dort dann auch mal vor der Gruppe was präsentiert haben, was erarbeitet haben. Es reicht auch nicht, dass sie da einfach nur hospitieren. Diese Hospitierung, da lernen sie auch was, aber es ist eben keine emotionale Berührung. Die emotionale Berührung ist halt immer nur dann da, wenn ich wirklich was mache, wenn ich vielleicht auch dann wirklich mal in dieser Stresssituation bin, um dann reagieren zu müssen. Und da kommt jetzt dann wieder die Werte vom Anfang zum Tragen. Da ist es halt auch so, da müssen Sie dann eben auch fehlertolerant sein als Unternehmen und sagen, okay, der, die junge Kollegin probiert sich aus, ist nicht vielleicht das große Optimale, ist aber auch nur ein kleiner Teil. Aber die Kolleginnen und Kollegen müssen nicht ausprobieren, emotional labilisiert werden, um dann daraus Kompetenzen zu entwickeln und kräftiger zu werden. Genau wie die Ausbildungsformen sich ändern, verändert sich in diesem Aufgabenspektrum dann auch die Arbeit des Trainers. Es wird in diesem Zusammenhang relativ wenig Frontalunterricht geben und auch die Trainings, wie sie vorbereitet werden, auch im IT-Umfeld oder auch im SAP-Umfeld wird was anderes sein. Es wird nicht mehr so stark darum gehen, eine super Dokumentation und eine Folienschlacht dort zu machen, sondern es geht dann darum, komplexe Übungsszenarien zu entwickeln. Und das heißt auch, dass die Prozesszusammenhänge besser erklärt werden müssen. Die Anwendung im IT-Umfeld ist vielleicht dann nicht mehr ganz so wichtig, aber das ganze Umfeld, und das heißt eben auch, dass im Übungsteil nicht nur das Gehörte repliziert wird, wie man es jetzt manchmal noch kennt, sondern dass an konkreten Business-Szenarien Lösungen erarbeitet werden. Dies ist in der Vorbereitung bestimmt nicht kostengünstiger als die Erstellung von Dokumentationen und Folien, eher das Gegenteil. Aber der Lernerfolg ist ein wesentlich höherer, der dadurch dann entsteht. Und im Rahmen der Ausbildung werden die Mitarbeiter auch stärker als bisher Lern- und Peergroups bilden. Innerhalb dieser Gruppen findet dann ein Austausch auf Augenhöhe statt. Das heißt, dort können sie sich ausprobieren. Es ist halt leichter, innerhalb einer Gruppe von Gleichgesinnten etwas auszuprobieren, als gleich vor der versammelten Mannschaft oder eben in so einem Kundenworkshop. Und dieser Austausch und dieses Ausprobieren ist ja genau das, was man möchte, dass man seine Grenzen kennt, dass man selbstständiges Handeln einübt, dass man Sicherheit aufbaut und damit eben auch Kompetenz. Und wenn Sie jetzt gucken mit Lerngruppen, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zum Workplace Learning, weil auch diese Lerngruppen sind natürlich, wenn sie richtig aufgesetzt sind, selbst organisiert durch die Mitarbeiter. Und das verbindet dann eben auch beide Trends, dass es dahin geht, selbst organisiert zu arbeiten und eben seine eigenen Kompetenzen zu entwickeln. Gut, ich möchte jetzt zu dem dritten Trend überleiten, den ich zusammengefasst habe unter grenzenloses Lernen.
grenzenloses Lernen. Darunter habe ich jetzt zusammengefasst die Verwendung von Lernmanagementsystemen und wie sich da jetzt, sage ich mal, die Entwicklung im Umfeld von LMS oder auch Talentmanagementsystemen darstellt. Das sind im Wesentlichen, sage ich mal, auf das ich jetzt eingehen möchte, sind das drei Dimensionen. Die erste Dimension ist, dass es innerhalb der Unternehmen zu einer deutlichen Harmonisierung der Systemwelten kommt. Das, was wir vielleicht in den letzten 10 Jahren verstärkt gesehen haben im ERP-Umfeld, das erfolgt jetzt auch in den HR-Systemen, im HR-Umfeld, dass die einzelnen Learn-Management-Systeme, die vielleicht in Konzernen in Gruppen verschieden nebeneinander bestehen, harmonisiert werden. Dass man sagt, wir bauen ein Template-Projekt, das ist das eine in der Form von der Harmonisierung. Das zweite in der Harmonisierung ist, dass sie viel, viel integraler werden in die HR-Abteilung. Das ist kein Standalone mehr, sondern sie sind in die komplette Talent-Management-Suite viel, viel stärker vernetzt. Also das, was ich eben schon sagte, in den letzten 10 Jahren auf ERP-Seite stattgefunden hat, merken wir jetzt in Projekten, findet jetzt auch auf der Seite von LMS-Projekten statt. Die zweite Dimension, die grenzenloses Lernen hat, ist das Lernen auf unterschiedlich Devices. Das heißt, wenn ich jetzt ein Learning-Management-System habe, wird zwangsläufig erwartet, dass dieses System jedes mögliche Device, sei es normaler PC, sei es Laptop, sei es ein Tablet, sei es Smartphone, unterstützt und dort alle Formate abrufbar sind. Das heißt jetzt nicht, dass alles Lernen in allen Formaten vorhanden sein muss, das auf keinen Fall. Es gibt natürlich formatbezogene oder devicebezogene Formate, so rum ist es richtig, aber das System soll eben alle Devices unterstützen. Und dabei ist dann zum Beispiel noch ein Punkt auch, wenn Sie sich jetzt überlegen, dass Sie auf einem Tablet oder auf einem Smartphone zum Beispiel eine Compliance-WBT sich mal angucken, das kann ja durchaus funktionieren auf einem Smartphone, und Sie aber das dann auch über Ihr LMS tracken möchten, dann heißt das natürlich, dass es da eine Schnittstelle geben muss, dass ich die Inhalte auf mein Device lade, mein Learning durchführe und das Ergebnis wieder zurück in das LMS schicke. Das heißt, ich muss nicht immer beim Lernen zwangsläufig mit meinem Learning Management System verbunden sein, sondern das funktioniert eben auch, wenn ich offline bin und die Lernergebnisse werden dann zurückgeschrieben. Die dritte Dimension, die es da noch gibt, ist die, dass sich die Learn Management Systeme, wie sie sich harmonisieren, aber auch nach außen öffnen. Das heißt, im Rahmen meines Learn-Management-Projektes oder Systems stelle ich nicht nur Inhalte für meine eigenen Mitarbeiter zur Verfügung, sondern eben auch für Dritte, sei es für Lieferanten, sei es für Partner, die ich auch, sage ich mal, mit Content versehen möchte. Ich muss jetzt sozusagen nicht mehr unbedingt Mitarbeiter der Firma sein, um auf bestimmte Lerninhalte zurückzugreifen. Das bedingt einfach, sage ich mal, die Komplexität im Moment der Geschäftsbeziehung, dass ich als Unternehmen auch sehr stark mit meinen Lieferanten wie mit meinen anderen Geschäftspartnern, Vertriebspartnern vernetzt bin. Gut, das ist das, was ich sozusagen als Trends Ihnen vorstellen wollte. Ich würde jetzt gerne noch eine ganz kurze Zusammenfassung machen, und zwar dahingehend, dass die Trends im unternehmensweiten Lernen dahingehend, Lernen findet selbstorganisiert immer und überall statt. Das heißt, die Grenzen sind offen, sei es wen beglücklich mit meinen Inhalten, aber auch wo und wie funktioniert das. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wird viel, viel stärker in die Verantwortung genommen, damit aber auch das Unternehmen den Mitarbeitern die Möglichkeit und explizit auch die Lernfreiräume zu geben.